Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. So, das erste Spiel im Commander Krieger Turnier im Finale war Trimdichtfahrt. Die Regeln sind simpel. Ich bin vorher mit den Teilnehmern zweimal ein Parcours abgelaufen und danach konnten die Teilnehmer 5 Minuten schwierige Passagen üben. Es wurde nacheinander gelaufen und wir sehen hier jetzt direkt den ersten Teilnehmer, der sich daran versucht. Die Zeit wurde gestoppt, man hatte nur einen einzigen Versuch Zeit und wir fangen an. Es fing hier an auf Abgang im kleinen Bunker. Man musste einmal da hinten um das Häuschen rennen, dann durch diese Plantage laufen und auf den großen Flugzeugvorplatz laufen. Von da auf das hintere Flugzeugende, auf das Heck, und dann hier diese Finne oder wie man es auch immer nennen mag, hochrennen, auf den Hügel springen. Und das war hier schon mit einer der schwierigsten Passagen. Hier über die Mauern gesprungen, das kostet einfach nur ein bisschen Zeit. Und dann hier ganz gemütlich runter. Wir hatten hier insgesamt einen Zeitunterschied von knapp 20 Sekunden. Also es war doch nicht so einfach, wie es aussah. Einmal um die Flak gelaufen durch die Höhle. Da konnten sie sich aussuchen, wo sie langlaufen wollten. Links an das mittlere Flugzeugteil auf die Tragfläche gesprungen. Ja, und hier war schon ein kleines Problem zu erkennen. Das kostet natürlich sehr viel Zeit und natürlich auch Nerven. Diese Flugzeugtragfläche musste man dann bis zum Ende laufen und wenn man unten angekommen ist, hört man dieses leichte. So, ist man da angekommen, wurde die Zeit gestoppt. Wir haben gerade Benny the Buff gesehen, der hat, ich glaube, eine 1-3er Zeit geschafft und hat die Runde auch gepackt. So, jetzt kommen wir hier direkt zum nächsten Teilnehmer und das Ganze mal aus der Ego-Perspektive. Das heißt, ihr könnt diese Runden gerne nachlaufen. Ich gebe euch mal eine Zeit, die schnellste Runde war von Jeppy Sniper. 53 Sekunden, in der er es geschafft hat. Das war der schnellste Teilnehmer. Und wir sehen jetzt hier, ja, wie die Nerven mitspielen können. Ja. So, beim ersten Mal, okay, kann man es noch, ich sag mal, aufholen. Aber das Problem ist halt das Nervenkostüm. Weil das kann einem schon ein bisschen zu schaffen machen. Naja, nichtsdestotrotz, beim dritten Mal wird es geschafft. So, also die schnellste Zeit waren 53 Sekunden und die langsamste Zeit, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, waren so 1,11, 1,12 Sekunden. Naja, nichtsdestotrotz, die letzten beiden mussten leider aus dem Turnier ausscheiden. Es waren 7 Spieler und ja, danach kam die Map Underpass. Aber soweit sind wir noch nicht, wir kommen erstmal jetzt hier noch zum Endspurt. Ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ich finde die Musik dafür richtig cool. Wenn es euch genauso geht, wenn ihr denkt, die Musik, oder wenn ihr findet, dass die Musik dazu passt, dann einfach mal einen Daumen nach oben geben. So, jetzt geht's auf Underpass weiter. Wir starten hier hinten am Parkplatz. Und die Aufgabe war locker erstmal hier über die Mauer. Nichts Schweres. An den Sonnenschirmen vorbei, warum die da überhaupt stehen, gar keine Ahnung. Und dann hier um das Säulchen geschmeidig rumgelaufen. Diese Leiter muss erklommen werden. Da muss einmal doof im Kreis gerannt werden, runtergesprungen. Ja, versuchen nicht aufs Dach, aber es ist egal. Ist ja seine Zeit. Dann hier hinten auf dieses Camperhäuschen. Rüberspringen. Da rein und wieder raus. Das sieht zwar ziemlich einfach aus, aber probiert es erstmal. Die Leute hatten 5 Minuten Zeit zum Üben und ganz ehrlich, die schwierigsten Passagen wurden gerne genutzt zum Üben. So, auch dieser Sprung sieht nicht sehr schwer aus, aber dazu kommen wir nachher auch noch. Jetzt kommt eigentlich das ganz Kniffligste hier an dem ganzen Ding. Und zwar muss man hier auf die Steine springen, dann auf die Erhöhung springen. Und das war ja hier in dem Fall schon ein kleines Problemchen. Aber nichtsdestotrotz, wie wir es kennen, alle guten Dinge sind 3. Da ist er. Aber jetzt die Tür. Naja, schade. So, und das sind halt so die Punkte, die kosten Zeit. Wenn man auf die Tür gekommen ist, muss man durchs Fenster am Drucker vorbei und wieder hinten zur Wand. Wenn man die Wand berührt hat, stoppte die Zeit. Die schnellste Zeit waren 1 Minute und 6 Sekunden von Mr. Terror. Und auch hier die langsamste Zeit 1,21. So, wir starten aber direkt hier mit dem nächsten Kollegen. Der hüpft hier gemütlich rüber und läuft, was das Zeug hält. Ich muss auch ein riesengroßes Dankeschön an meine Helfer aussprechen, die das Ganze gefilmt haben. Ich hatte, wie ihr gerade eben gesehen habt, nicht die Möglichkeit, das Ganze zu filmen, weil ich halt immer die Zeit im Auge halten musste und das Ganze ja ziemlich schnell auswerten musste.
Dafür schon mal ein riesengroßes Dankeschön an meine Helfer. Die werde ich aber nachher nochmal erwähnen. Auch hier klappt der Sprung. Probiert es echt mal aus, Leute. Es ist echt, ja, nicht gerade das Einfachste. Und das Schöne war wirklich, wenn man halt mit dabei war, man hörte so die Leute, so die zugeschaut haben. Oh, der ist gut, der ist schnell. Oh, oh, oh. Und hier, er sieht so einfach aus, der Sprung. Aber der kostet richtig viel Zeit und das ist echt, ja, was ziemlich Fieses. Aber naja, beim zweiten Mal klappt es. So. Ich möchte mal gerne von euch wissen, was ihr insgesamt, wenn ihr das Video bis zum Ende geschaut habt, vom Commander-Krieger-Turnier, ja, wie ihr es fandet, auch wenn ihr nicht dran teilgenommen habt, wenn ihr ein PC- oder Xbox-Spieler seid oder einfach kein Platz auf der Freundesliste mehr frei war. Ich möchte einfach ganz gerne wissen, wie ihr dieses Spiel gefunden habt. Beziehungsweise dieses Turnier. Sagt ihr eher, ne, war mir ein bisschen zu kindisch, blöde Aufgaben? Oder sagt ihr, boah, coole Idee, ich hätte gerne nochmal sowas? Das würde mich mal gerne interessieren. Ich werde aber auch direkt dazu sagen, es wird wahrscheinlich nicht mehr bei Modern Warfare 2 kommen, dass ich so ein Turnier mache, sondern dann bei Black Ops. Zumal ich auch sagen musste, auch an diesem Finaltag gingen uns einige Leute wirklich richtig auf den Piss. Ich nenne auch jetzt wieder keine Namen, aber ich weiß nicht, was daran so schwer ist, dass man seinen Freunden sagt, geh bitte aus der Lobby. Also ich habe Freunde, wenn die irgendwo eine Party joinen und ich sage, geh bitte raus, dann gehen die raus und ballern nicht irgendwie da sinnlos durch die Gegend. Naja, nichtsdestotrotz haben wir nachher irgendwelche Bekannten und, ich sag mal, guten Freunde eingeladen, die einfach in Zuschauermodus gehen, damit wir die Turniere weitestgehend ungestört ja, durchführen können. Weil irgendwie, sobald die sehen können, ich kann eine Sitzung beitreten, hüpfen die Leute rein, bis zum geht nicht mehr. Hier sehen wir, ja, fast, wie er es beim ersten Mal schafft. Leider nicht geschafft, aber beim zweiten Mal umso besser. Vielleicht kanntet ihr es noch nicht und ich habe euch da wieder einen kleinen Trick gezeigt. Ansonsten, naja. So, die dritte Runde war auf Favela. Und auf Favela muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich eine Runde, die wirklich am knappesten war. Der erste Spieler, das war Mr. Terror, den wir hier auch gerade sehen. Der hat die schnellste Zeit geschafft. In 51,3 Sekunden hat er den Parcours bewältigt. Und der langsamste Spieler war in 56,3 Sekunden. Das heißt nur 5 Sekunden Unterschied. Und das ist gerade, ja, ziemlich knapp. Da ist halt jeder wirklich kleine Stein, der einem im Weg liegt, ist wirklich, ja, zum Teufel. So, hier war einer der kniffligsten Sprünge in dieses Fenster. Darüber, naja, wenn man da runterfällt, kostet es halt einfach Zeit. Aber bei dem, in der dritten Runde jetzt hier, waren nur noch 5 Leute dabei. Und die Konzentration war wirklich auf dem Höhepunkt. Und ja, keiner hat irgendwelche groben Schnitzer gemacht. Man musste da hochrennen. Ja, das geht wirklich. Und wer unten angekommen ist, ja, der hat quasi die Runde beendet. Jetzt hier sehen wir den nächsten Spieler. Er musste hier durchkrabbeln. Das Ganze jetzt mal aus der Zuschaueransicht. Wenn ihr eine Frage habt, wie ihr diese ganzen Titel und Embleme bekommt, ich werde einfach nachher unten in die Videobeschreibung einen Link posten. Wenn ihr da drauf geht, seht ihr so eine Übersicht, ist auf Englisch, wie ihr die ganzen Titel und Embleme bekommen könnt oder freischalten könnt. Ansonsten, ja, ich glaube, dieses goldene Totenkopf-Symbol, was sich so dreht, ich glaube nicht, dass es überhaupt schon ein Spieler legal geschafft hat. Ich glaube, das ist er cheated. Aber naja, nichtsdestotrotz folgen wir dem Spieler hier. Und ja, ihr seht schon die Kamera, richtig hektisch. Sie ist mitten dabei in der Szene. Da wird durchgelaufen, zack, zack, hier hoch. Dann hier rüber gesprungen. Und wer unten ankommt, stoppt die Zeit. So, jetzt kommt ein sehr schönes Spiel. Ich habe es genannt, das gute Auge. Die Regeln waren ziemlich leicht. Es gab nur noch 3 Teilnehmer und alle nutzten folgende Klasse. Das heißt ein Einsatzschild, dazu das Wurfmesser und One-Man-Army. Wir haben auf Fuel gespielt und da gibt es diese schönen Container, auf denen Kompi-Korb steht. Das Ziel war es, in das obere O in die Mitte zu werfen von einer etwas größeren Distanz. Jeder hatte 2 Würfe und hier sehen wir gerade so ein bisschen die Warmmachrunde. Das Besondere daran ist, wir haben im Hardcore-Modus gespielt, das heißt, wir hatten kein Fadenkreuz, womit die Leute zielen konnten. Das Einsatzschild war einfach nur dafür da, damit die Leute nicht mit ihrer Primärwaffe und da dem Fadenkreuz zielen konnten. So, hier sehen wir auch schon den Container, worum es geht. Und jetzt seht ihr hier meinen Knackarsch. Da war ich.
So, da unten am Panzer habe ich so eine kleine Linie gemacht, die wir da schemenhaft erkennen können. Und jeder hatte zwei Würfe. Das Ganze nacheinander. Ich renne dann noch jetzt gemütlich hoch. Und wir fangen einfach mal an mit dem ersten Wurf. Ziel ist es, in Kompi ins obere O in die Mitte zu werfen. Die Mitte ist eigentlich schon ziemlich gut, aber leider ein bisschen zu weit nach links. Natürlich kommt der Spieler jetzt auch sofort angerannt und guckt erstmal, wo er hingeworfen hat. Auf jeden Fall ein bisschen zu weit nach links. Und ja, jetzt kommt auch schon der zweite Wurf, nachdem sich hier der Kollege genug sein Messer angeschaut hat. Zur Fehlerkorrektur. Und schaut euch das an. Da zoomt sogar die Kamera nochmal ran. Das war schon ziemlich nice. Ziemlich nice für einen ersten Wurf. Ja, dann nimmt er mir das Messer raus. Ich so, ey, Freundchen, was soll das? Ja, und ist das Messer wieder drin. Das wird natürlich sofort entfernt von eurem Commander, weil Mogeln gildet nicht. Außerdem, man sieht die Einschlaglöcher noch. So, da kommt auch schon das dritte Wurfmesser und das trifft leider oben den Container am Rand. Aber es ist auch schon, muss ich sagen, wenn man es das erste Mal macht, ziemlich schwer, überhaupt diesen Container zu treffen. Probiert es mal aus, würde mich mal interessieren, wie da eure Erfahrungen sind. So, die erste Runde ging an Benny DeBuff und es geht auch schon direkt weiter. Da wird nochmal gezielt, anvisiert und alles Mögliche, um einen soliden Wurf zu kreieren. Schauen wir mal, wo der hingeht. Ja, leider unten in Stein. Da seht ihr es. Seht ihr es? Da, wo mein Fuß ist. Genau da. Juhu. So, jetzt kommt der zweite Wurf. Und Benny DeBuff, ich muss ganz ehrlich sagen, phänomenal. Schaut es euch an. Also, das ist schon echt krass. Das ist echt krass. Also dafür Hut ab. Damit hat Benny DeBuff 1, Entschuldigung, das Turnier gewonnen. Und da unten sehen wir den letzten Wurf. Die Runde ging also aus als erster Platz Benny DeBuff 1, als zweiter Platz Mr. Terror, als dritter Platz Meister Sven. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Turnier gemacht, einfach weil ich darauf Bock hatte. Ich wollte irgendwas bringen, ich wollte irgendwas Besonderes machen, was es bisher noch nicht gab. Und mir waren die Preise eigentlich, ich sag jetzt mal, egal. Ich habe deshalb gesagt, okay, hab so ein bisschen gefragt, was möchtet ihr haben. Gott sei Dank wurden wir uns da ziemlich schnell einig. Und zwar bekommt Benny DeBuff 1 bekommt ein BuffD-T-Shirt mit dem Schriftzug Turniersieger 2010 auf dem Rücken. Das Ganze wird von eurem Commander-Krieger auch noch signiert und ist somit ja total limited. Der zweite Platz am Mr. Sven ist ein Dual-Commentary. Das wird jetzt die nächsten Tage entweder bei mir oder auf seinem Kanal online kommen. Wo, weiß ich noch nicht genau. Lasst euch überraschen. Das darf er entscheiden. Und der dritte Platz, Meister Sven, er kriegt ein BuffD-T-Shirt Classic. Und ich hoffe, dass Platz 1 und 3 davon mal ein Foto machen, ja, wie das BuffD-T-Shirt angekommen ist. Vielleicht auch ein kleines Video, so ein Unpacking und so. Fände ich ziemlich cool, wenn das kommen würde. Ansonsten würde mir einfach ein Foto reichen, was ich vielleicht veröffentlichen darf. Wenn wir euer Gesicht rausretuschieren sollen, ist das gar kein Problem. So, und das Allerwichtigste, ein großes Dankeschön an meine Helfer, und zwar an XCoolhead, an Iceman Gaming und Taker214. Natürlich auch an Dirty Ursel, den habe ich jetzt hier leider vergessen, aber da ich den privat kenne, kriegt er von mir einfach mal eine Pommes ausgegeben und der Typ ist ruhig. So, ich möchte gerne von euch wissen, wie fandet ihr das Commander-Krieger-Turnier als Zuschauer? Bitte schreibt das in die Kommentare und ich verbleibe wie immer mit einem Gutschuss, euer Commander-Krieger, bis zum nächsten Mal.